Die Schauspielerin Lisa Martinek ist völlig unerwartet mit erst 47 Jahren gestorben. Das teilte der Anwalt der Familie mit. Sie hielt sich zum Todeszeitpunkt in Italien auf. Warum sie starb, ist nicht bekannt. Der Anwalt wollte den Grund auf Bitten der Familie nicht mitteilen. Martinek wirkte zuletzt bei zahlreichen TV-Produktionen mit, unter anderem im Münchner Tatort. Die in Stuttgart geborene Schauspielerin arbeitete früher auch am Deutschen Theater in Berlin. Lisa Martinek hinterlässt ihren Mann und ihre drei gemeinsamen Kinder.